Servus Leute, willkommen zurück zu Project Zero 5, Maiden of Blackwater, oder zu Deutsch Priesterin des Schwarzen Wassers. Ich habe jetzt die ersten beiden Parts heute aufgenommen, habe jetzt eine stundenlange Pause gemacht, aber es ist immer noch derselbe Tag, nur haben es wir jetzt 22:55 Uhr. Es ist stockdunkel draußen, perfekte Atmosphäre also für ein Horrorspiel, hahaha. Und, sollte ich noch sagen? Genau, ich habe erfahren, dass dieses Spiel wohl horrormäßig nicht ganz so schlimm sein soll. Es soll wohl der schwächste der Project Zero-Reihe sein. Der horrormäßig schlimmste soll wohl Project Zero 4 sein. Nur das kann ich nicht machen. Naja, egal, wir machen weiter. Ich werde es übrigens auch so machen, weil den ersten Teil habe ich zerschneiden müssen in zwei Teile. Und suche nach den Leichenfotos. Finde Fuyuhi Himino. Ich werde es wohl so machen, dass ich immer mal so wieder zwischen Cuts setzen werde, weil das Spiel speichert ja automatisch, leider. Aber naja, kann ich nichts dran ändern. Dann mal wieder unsere Kleidung. Und ich glaube, Dai mag Yuri am liebsten, also dieses Mädchen hier. Dann haben wir noch den Herren. Ich glaube, den haben wir, den, ich glaub, den werden wir jetzt spielen. Und wir haben Miu Hinasaki mit ihrem schicken Rock und den schwarzen Strümpfen. Gut, fangen wir an. Ja, den Text von vorhin, was heißt vorhin, den Text vom ersten Part, was glaube ich, den muss ich nochmal nachträglich vorlesen, weil ich habe ihn geskippt, weil ich eigentlich dachte, es kommt bald Speicherpunkt, aber irgendwie kam keiner, deswegen muss ich das nachholen. Schwierigkeit wählen. Leicht, Nummer. Leicht für die Spieler, die die Geschichte genießen wollen. Dein Score wird nicht gespeichert. Für Spieler, die das Spiel genießen wollen. Ich will beides genießen, also normal. Gut, seit dem Vorfall im Gasthof sind einige Tage vergangen. In der Zwischenzeit hatte Hisoka sich eines neuen Falles angenommen. Als ein junges Mädchen den Laden betritt, findet sie eine besorgte Yuri vor. Sie bittet Yuri, eine vermisste Person zu suchen. Etwas, was Hisoka ihr verboten hatte. Medizin, die einige Lebensmittel. Ach so ist. Ah! Das heißt, ich kann. Da oben ist meine aktuelle Punktzahl. Das heißt, ich kann quasi Punkte opfern für mehr Kräutermedizin oder mehr Weihwasser oder reinigende Glut. 1000 Punkte pro Fläschchen. Wow. Reinigende Flammen, die Nässe und Schattendurchtränktheit entfernt. 5000 für eine Laterne. Spiegelstein. Ein schwarzer Stein, der dich wiederbelebt, wenn du besiegt wurdest. 10.000. Okay, das ist so eine Art Shop, wo man sich vorbereiten kann. Alles klar. 200 pro Schuss, 500 pro Schuss, 800 pro Schuss und das war's. Ich würde sagen, wir starten erstmal so standardmäßig. Schade, dass man da nicht minimieren kann, aber ich könnte erhöhen. Nee, will ich aber nicht. Mach mal so, ist glaube ich am besten. Zweiter Tropfen. Der Hikami-Berg. Yuri Totsukata. Einige Tage sind seit Yuris Einführung in die Kunst der Schattenwahrnehmung im verlassenen Gasthof vergangen. Hisoka ist seitdem verschwunden und nicht zurückgekehrt. Yuri ist besorgt und weiß nicht, wie und wo sie mit der Suche nach Hisoka beginnen soll. Während sie im Antiquitätenladen wartet, taucht ein Mädchen namens Fuyuhi Himino auf. Das behauptet, Hisoka darum gebeten zu haben, eine vermisste Person zu finden. Hisoka ist diese Frau mit den Strümpfen und dem Kleid und den langen schwarzen Haaren, die wir im ersten Part noch gesehen haben, die uns die Funktion der Kamera beigebracht hat. Bisher, zumindest von außen her, meine Lieblingsfigur. Aber ihr wisst schon, ich stehe auf Japanerinnen.
Kurosawa, Hisoka-san, wa irasshaimasu ka? Ah, sumimasen. Ima rusu ni shite imasu. Irai o shita Himino desu. Hito sagashi dakara ukeru ka dou ka toiukoto deshita kedo. Itsu ni naru no ka to omotte. Hito sagashi? Yama ni itta kamoshirenai desu. Hikami-yama. Hikami-yama? Yama no chikaku de Haruka o mita hito ga ite. Zisatsu no meisho desu yo ne? Haruka ga sonna tokoro ni iku hasu nai desu. Watashi ni nani mo yuwazu ni. Sumimasen. Kurosawa ga modoru shidai. Ie. Osoku naru nara kekkou desu. Jibun de tashikamemasu. Ein Fall einer verschwundenen Person. Hisoka ging vor einigen Tagen weg und ist seither nicht zurückgekommen. Vielleicht arbeitet sie an diesem Fall. Hisokas Zimmer ist oben. Vielleicht kann ich dort Hinweise darauf finden, wo sie sich aufhält. Ja, für die ganz wulfischen Spieler. Also ich. Ziel wurde festgelegt. Durchsuche Hisokas Zimmer. Ich möchte aber. Moment. Select. Waren das? Konnte ich hier nicht irgendwie. Notizen aktuell. Ja, schon, aber wo sind denn die Notizen? Tasche? Ah. Ja, da sieht man sogar die Bilder, wie die Räume aussehen. Interessant. Okay, so renne ich. Da mache ich nichts. Was habe ich da gerade gemacht? Guck mich an. Oh, ist die süß. Ah, mit L1 kann ich mich also sofort umdrehen. Mit L2 kann ich rennen. Überprüfen. Ja, gleich. Ich möchte noch mal gucken, wie man hier irgendwo die, ihr wisst schon, diese Dokumente danach gucken kann. Gibt's die etwa nicht mehr? Das wäre natürlich blöder. Weil dann habe ich das erste Dokument schon mal verpasst. Aber naja, ihr könnt ja Stopp drücken und das euch durchlesen. Und das werde ich wahrscheinlich auch machen. Letzter Spielstand vor 3 Minuten. Ah, da! Y. Okay, Karte, Gegenstand, Dokumente. Gut. 99 Kräuter mit 9... What the fuck? Oh. Ich muss mich erstmal in das Spiel einfügen. Also, ich werde mir Zeit lassen, weil es sieht jetzt schon so geil aus. Pillen, die aus unzähligen Kräutern gefertigt sind. Beieinander werden einige LP wiederhergestellt. Einige Let's Plays wiederhergestellt, genau. Sauberes Wasser, das zur Reinigung verwendet wird, stellt deine Let's Plays komplett wieder her. Ich weiß, das heißt Lebenspunkte. Kohlen, die verbotene Flamme entfachen. Sie trocknen und heilen einen schattendurchtränkten Status. Schattendurchtränkter, aha. Schwarzer Stein, der ein seltsames Licht abgibt. Schützt, wenn deine Let's Plays ganz erschöpft wurden. Filmtyp 07 oder ist grau? Alter Film befindet sich im schlechten Zustand und kann gerade noch Geister verbannen. 14. Alter Film, nicht sehr effektiv beim Verbannen von Geistern. Es dauert lange, ihn einzulegen. Schlüssel. Ein sehr rostiger Schlüssel an einem roten Schlüsselband. An einem roten Schlüsselband mit Namen wurde in einem Schrank im verlassenen Gasthof fallen gelassen. Relikt der Leichenvogel. Kann man die ansehen? Ja. Ein altes Schwarz-Weiß-Foto. Die Frau sieht, darauf sieht aus, als würde sie schlafen. Es gibt übrigens in diesem Briefkombi, ja, das da mit beim Spiel dabei war. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, was da drin ist. Da sind auch solche Bilder drin. Solche ähnlichen.
Ah, das genau. Das kann ich lesen. Genau das war's. Untergang des Hikami-Bergs. Der Hikami-Berg wird seit sehr langer Zeit als heiliger Ort angesehen. Seit Jahrzehnten verehrt, ziehen seine unzähligen Schreine und Kultstätten sowie seinen natürlichen Standort wie der Zwielichtgipfel und das Becken der Reinheit Menschen an. Unter Touristen und Bergsteigern war der Berg zudem für die Schönheit seiner, okay, da steht zweimal seiner, zudem für die Schönheit seiner unerschöpflichen Menge an kristallklarem Wasser und seinen alten, geheimnisvollen Wäldern bekannt. Gläubige und Wanderer legten gerne eine Pause im Ichiru-Landgut ein, einem Thermalquellenresort am Fuße des Berges. Jetzt steht es jedoch verlassen. Seit dem verheerenden Erdrutsch vor einigen Jahren hatte der Berg sich nicht wieder erholt. Der Pfad zum Schrein auf dem Gipfel wurde komplett blockiert und das Wasser vom Gipfel hatte ebenfalls neue Wege eingeschlagen, wodurch die Landschaft einen drastischen Wandel durchlebte. Halbfertige Straßen ließ man stehen und das Ichiro-Landgut wurde unter einer riesigen Steinmasse begraben, der unzählige Arbeiter zum Opfer fiel. Unter den Betroffenen befand sich auch die Familie des Besitzers des Landguts, wodurch ihrem Geschäft ein dramatisches Ende gesetzt wurde. Die Tage, als der Hikami-Berg noch Touristen anzog, waren vorbei. Stattdessen wurde der Ort durch die plötzliche Welle an Selbstmorden berüchtigt. Vielleicht hat der Ort auch an Popularität unter denen gewonnen, die ihr Leben ein Ende setzen wollen, da Sterbende früher hier ihre letzten Momente verbracht haben. Zudem zieht es auch Adrenalinsüchtige an, die ein großes Interesse für das Übernatürliche haben. Ich muss mich mal am Ohr kratzen. Es ist nicht ganz so leicht, weil ich habe hier den Controller gerade auf meinem Bein liegen. Fotoalbum. Das war falsch. Das kann ich nicht. Kamera Obscura. Kann ich auch nicht. Ein Buch über spirituellen Ereignisse auf dem Hikami-Berg. Es wurde im Flur des verlassenen Gasthofs zurückgelassen. Ein Album mit alten Schwarz-Weiß-Fotos. Jede Person darin hat ein wunderschönes Gesicht, jedoch wirken alle auch irgendwie einsam. Kamera Obscura. Eine alte Kamera mit einklappbaren Balken und der Macht, das Übernatürliche zu fotografieren. Filmszene. Die kann man sich nochmal angucken. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Notizen. Steuerung. Kamibär. Das war falsch. Nein, das will ich nicht sehen. Alles das abbrechen. Ah, mit Select. Ja, mit dem Knüppel kann ich das auch mit. Ah, es kann einfach mit dem Steuerkreuz. Okay, da wird die Steuerung alles nochmal erklärt. Für die ganz Blöden, also für die ganz Wulfischen wie ich. Was war das gerade? Spezialschüsse? Drücke R. Okay, ich glaube, das wird eine Lesestunde. Yuri Kotsukata, ein junges Mädchen mit der Fähigkeit, Schatten wahrzunehmen. Seit einem tragischen Unfall hat sie die Fähigkeit, Geister und Visionen der Vergangenheit zu sehen. Seitdem begleitet sie das Gefühl der Todrufe unerwägt ihren Namen. Eines Tages verschwand sie plötzlich und Hisoka erhielt den Auftrag, sie zu finden. Also Yuri ist doch das Mädchen, das ich hier gerade spiele, oder drin nicht? Hisoka fand Yuri in dem Moment, als diese sich von einer Klippe stürzen wollte. Seither lebt Yuri in Hisokas Antiquitätenladen. Yuri meidet den Kontakt zu anderen, da sie große Angst davor hat, in ihre Seelen zu blicken. Sie hilft Hisoka vor allem beim Sauberhalten des Ladens. Mit Kunden hat sie kaum Kontakt. Es war schon immer schwer für sie, das Leiden anderer zu ignorieren. Ihre besonderen Fähigkeiten verschlimmern diese nur noch. Der einzige Moment, der sie ihre Sorgen vergessen lässt, ist, wenn sie Fahrrad fährt. Nochmal Hisoka Kurosawa. Die Besitzerin von Kurosawas Antiquitäten, die ihre Fähigkeit, Schatten wahrzunehmen, verfeinerte, indem sie von älteren Menschen in der Gegend und über einige Nachforschungen mehr lernte. Die Kamera Obscura erhielt sie von jemandem aus der Gegend und nutzt sie seither dazu, vermisste Gegenstände und Leute zu finden.
Sie konnte Yuri davon abhalten, sich von einer Klippe zu stürzen, nahm das verwaiste Mädchen in ihrem Laden auf. Sie hat großes Mitgefühl mit Yuri, verfügt jedoch nicht mehr über die gleichen Kräfte. Hisoka kann lediglich die Gegenwart von Geistern oder Erinnerungen anderer spüren. Das Wahrsagen ist eines ihrer Hobbys, was sie bei den jungen Schülern, die gerne in ihrem Café vorbeischauen, sehr beliebt gemacht hat. Der Geschmack ihres Cafés ist weit und breit bekannt und wird oft von Hisokas Lieblingsspruch begleitet. Eine Tasse Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, die Japaner haben es ja irgendwie mit dem Lesen aus der Handfläche oder so. Ikami-Berg. Ein 700 Meter hoher Berg, der sich in der Nähe von Hisokas und Yuris Wohnort befindet. Er war einst ein heiliger Ort für eine uralte Religion und obwohl es noch immer einige Schreine und andere Gebäude dort gibt, ist niemand mehr am Leben, der diese Bräuche noch praktiziert. Der Berg wurde mit einer natürlichen Schönheit gesegnet, die unzählige Quellen und eine üppige Vegetation beheimatet. Eine Firma versucht einst, den Berg in eine Touristenattraktion zu verwandeln. Neue Gebäude wurden errichtet, eine Seilbahn wurde angebracht und man hatte sogar Touristenbroschüren anfertigen lassen. Das Projekt musste jedoch abgebrochen werden, als ein Erdrutsch alles unter Trümmern berührt. Der Hikami-Berg war einst ein Ort, den nur Verstorbene aufsuchen konnten und auch jetzt noch zieht es jene an, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Also zieht es jeden an, der ihr Leben zieht es jene an, die ihr Leben ein Ende setzen wollen. Viele glauben, dass der Berg, der als Ort vieler Selbstmorde bekannt ist, verflucht ist. Heiße Quellen von Mikomori. Ja, wir haben ganz schön viel zu lesen, aber es macht nichts. Eine alte Gaststätte, die schon seit Ewigkeiten auf dem Hikami-Berg steht. Als Teil des Bauprojekts wandelte man sie in ein Thermalquellenresort für Touristen um. Das dreistöckige Gebäude aus Beton wurde erst vor kurzem hinzugefügt. Das alte Gebäude wurde von einem riesigen Erdrutsch begraben und das Ichiro-Landgut stand seither leer. Der Inhaber der Gaststätte beging Selbstmord, nachdem er seine Familie unter den Trümmern verloren hatte. Die Gaststätte soll seither von den Geistern heimgesucht werden, die dort umkamen, samt des Geistes des vom Pech geplagten Inhabers. Kurosawas Antiquitäten. Ein altes Haus, das von Hisoka renoviert wurde und dessen vorderster Raum jetzt ein Antiquitätenladen und Café ist. Früher gab es dort bereits einen Laden für Antiquitäten, jedoch wollte Hisoka schon immer Inhaberin ihres eigenen Cafés sein. Aus diesem Grund dekoriert sie alles entsprechend um. Ihr Café hat eine sehr angenehme Atmosphäre, die einige Stammkunden stets wiederkommen lässt. Hisoka nutzt es jedoch auch als Basis für ihre ungewöhnlichen Aufträge rund um die Schattenwahrnehmung. Ein weiterer Kundenmagnet, zumindest für einige, ist Hisokas Wahrsagerei, die sie als Hobby ausübt. Wir haben viel zu lesen. Ja, das wird ein reines Lesevideo wahrscheinlich. Kamera Obscura. Eine alte Kamera mit der Macht, Dinge zu offenbaren, die dem menschlichen Auge normalerweise verborgen bleiben. Erfunden wurde sie durch Dr. Kunihiko Aso, einem Forscher des Okkulten, der in ihr enthaltene Spezialfilm fängt Spuren von Wesen ein, die nicht aus der Welt der Sterblichen sind. Es gibt verschiedene Camera Obscuras, da jedes einzelne Modell jedoch ein Prototyp ist, unterscheiden sie sich bezüglich Zusammensetzung und Fähigkeiten sehr. Die meisten davon sind heutzutage nicht mehr funktionsfähig und keiner hat die nötigen Kenntnisse, sie zu reparieren. Vor allem Sammler haben ein großes Interesse an den Kameras, obwohl sie verflucht sein sollen. Die meisten sehen darin einen einmaligen Besitz, für den es sich lohnt, das Risiko in Kauf zu nehmen, oder aber halten sie für schwachsinnigen Aberglauben. Wie Hisoka verwenden einige die Kameras für professionelle Zwecke. Jedoch haben solche Menschen bereits die Fähigkeit, Vergängliches zu spüren. Einige glauben, dass die sogenannten beschädigten Kameras überhaupt nicht beschädigt sind, sondern die Benutzer nur nicht über die nötigen Fähigkeiten verfügen, sie richtig einzusetzen. Rechenfotografie.
Ursprünglich war Leichenfotografie dazu gedacht, den trauernden Angehörigen etwas zu hinterlassen, das sie an ihren verstorbenen Verwandten erinnern würde. Die Leichen wurden dazu in feinste Kleider gehüllt und ihre Gesichter so bearbeitet, dass sie lebendig aussehen. Ja, davon habe ich schon mal gehört. In einer Zeit, in der Fotos als Luxusgut galten, das sich nur wenige leisten konnten, ermöglichten Leichenfotos Verstorbene in Bilder einzufangen. Mit seiner Kamera Obscura wurde Dr. Kunihiko Aso in ganz Japan dazu eingeladen, solche Bilder anzufertigen. Die meisten davon entstanden auf dem Hikami-Berg. Vor allem die Einwohner in und um den Hikami-Berg wussten, die Leichenfotos zu schätzen. Sie glaubten, die Kamera könne die Seele der fotografierten Person einfangen und sie so auf ewig unverändert halten. Schattenwahrnehmung. Schattenwahrnehmung ist wie Psychometrie, die Fähigkeit, Spuren von Personen, die von Geisterhand verschwunden sind oder verlorenen Gegenständen wahrzunehmen. Früher war sie im Gebiet um den Hikami-Berg recht geläufig. Heute wissen nur noch wenige, wie man sie nutzt. Man glaubt, diejenigen, die diese Gabe noch immer einsetzen, seien Nachfahren der Priesterinnen vom Hikami-Berg. Spuren. Schatten der Vergangenheit, die beim Wahrnehmen von Schatten sichtbar werden, über den Kontakt mit einem Relikt der Person oder des Gegenstands, die vermisst werden, kann der Anwender die Spur, die ihm den Weg zeigt, erspüren. Nicht entspüren, erspüren. Anwender mit ausgeprägten, übersinnlichen Fähigkeiten können Silhouetten gesuchter Personen nicht nur deren Schatten ausmachen. Diese Spuren ziehen jedoch auch bösartige Geister an, weshalb es gefährlich ist, die Spuren zu lange anzustarren. Ah, okay, ich verstehe. Eine weitere Gefahr besteht darin, der Spur eines bereits toten oder von Geisterhand verschwundenen Person zu folgen, da man ihr ungewollt in die Welt der Toten hinterherlaufen könnte. Relikte! Relikte werden in der Schattenwahrnehmung genutzt. Es handelt sich dabei um Objekte, die eine Spur einer Person oder eines Gegenstands beinhaltet, die vermisst werden. Anwender, die Schatten wahrnehmen können, ist es möglich, so Anwendern, die Schatten wahrnehmen können, ist es möglich, diese Spur zu folgen und das oft zu spüren, was verschwunden ist. Alles Erdenkliche kann als Relikt dienen. Gegenstände, die die Person sehr gemocht hat, Haarsträhnen, Briefe oder Tagebücher, die jemand viel bedeutet haben, oder Fotos, um ein paar zu nennen. Es ist auch möglich, Gegenstände von Toten zu verwenden, um ihre Spur zu verlorenen oder versteckten Gegenständen zu folgen. Jedoch ist diese Art von Schattenwahrnehmung sehr riskant. Ist der Tropfen? Okay. Das Jenseits. Die Welt der Toten, ein Ort, der in ewiger Nacht und unendlicher Finsternis gehüllt ist. Dort, wo das Jenseits mit der Welt der Sterblichen verbunden ist, erstrahlt der Himmel in Farben der untergehenden Sonne. Diejenigen, die das Licht unglücklicherweise sehen können, werden von ihm in eine Finsternis gelockt, die sie niemals lebend entkommen will. Krass. Prolog. Miu, ein Mädchen, das wie von Geisterhand verschwunden ist. Erwacht in einem überfluteten Anwesen. Auf der Suche nach dem Ausgang stößt sie auf einen Raum, in dem sie nur eine große schwarze Kiste steht. Auf dem nur eine große schwarze Kiste steht. Als sich die Kiste öffnet, ist das, was hinaustritt, wie aus einer anderen Welt. Niemand kann Mios Schreie hören, als sie vom Nebel verschluckt wird. Und die Musik gerade im Hintergrund. Erster Tropfen. Während Hisoka Yori im Wahrnehmen von Schatten unterrichtet, nutzt diese ihre Gabe, um ein Album mit Leichenfotos aufzuspielen, das in den Ruinen eines Gasthofes auf dem Hikami-Berg zurückgelassen wurde. Ein gewisser Ren Hojo hat dieses Album angefordert. Als Ren aus einem Albtraum erwacht, wird er plötzlich von Ungewissheit geplagt. War es vielleicht nur ein Traum oder eine unterdrückte Kindheitserinnerung? Diese Frage hat ihn bereits seit einiger Zeit beschäftigt. Ja, wir haben ziemlich viel gelesen. Fotos, okay, und Geisterliste. Mann aus dem Wasser. Und da rechts das Bild von Yuri, heißt sie, genau hier. Ich überprüfe das hier noch. Oh, das ist der Kühlschrank. Der Kühlschrank ist gefüllt mit Wasserflaschen, Erfrischungsgetränken und Bier.
Alkohol ist zwar nicht auf dem Menü, doch wird er Stammkunden manchmal doch ausnahmsweise serviert. Alles klar, dann werde ich hier Start drücken. Oder ne, ich drücke Select, weil das sieht doch schön aus. Dann würde ich sagen, das war Project 05, Maiden of Blackwater. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.